Hi, ich bin Robin. Robin, wo bleibst du? Komm, sie warten auf uns. Willkommen bei Bosch Thermotechnik in Bernau. So, hallo liebe Azubis, herzlich willkommen im Musterball Mama. Entschuldigung, es tut uns leid, wir sind etwas zu spät. Kommt herein, wir sind noch ganz am Anfang, ihr habt nicht viel verpasst. Okay, wie gesagt, wir sind im Musterbau, was machen wir? Wir machen Booster, was ist ein Muster drin? Komponenten wie Kabelbäume, Drehteile, Frästeile. Was ich an der Ausbildung zum Mechatroniker sehr gut finde, ist die große Abwechslung, die man hat zwischen Mechanik und Elektrotechnik. Gerade am Anfang der Ausbildung fängt das Ganze mit den Grundlagen der Mechanik an, wie hier zum Beispiel Drehen und Fräsen. Danach geht es um die Pneumatik und nach der Pneumatik kommt dann auch schon die Elektrotechnik. Da lernt man, wie man Anlagen plant, wie man sie aufbaut und auch wie man die Programme dafür schreibt. Was ich bei der Kombination eigentlich sehr gut finde, ist, dass die theoretisch gelernten Inhalte in Projekten, die man nach den Unterrichtseinheiten hat, auch praktisch umgesetzt werden. So haben wir zum Beispiel nach der Mechanikeinheit kleine Nussknacker gebaut oder auch nach der Elektrotechnikeinheit eine kleine Produktionsanlage geplant, die Programme dafür geschrieben und auch am Ende aufgebaut. In der Schule fand ich Technik immer ganz spannend und deshalb habe ich mich für eine Ausbildung zum Elektroniker entschieden. Man lernt da Sachen, die man von zu Hause kennt, zum Beispiel wie ein Haus installiert wird oder wie Elektronik in einem Haus funktioniert, näher kennen. Und auf der anderen Seite lernt man auch Steuerungen für eine Produktionsanlage kennen. Ich habe mich für eine Ausbildung beim Bosch entschieden, weil die Ausbildung hier sehr gut ist und man lernt in verschiedenen Abteilungen und an verschiedenen Standorten. Außerdem kann man sich danach jederzeit weiterbilden. Und die Ausbildung findet in einer großen Gruppe statt, sodass wir auch außerhalb von der Arbeit in der Freizeit was unternehmen können. Ja, nach meinem Abitur hatte ich ein Studium begonnen. Das war mir allerdings viel zu theoretisch und da hat mir der Praxisbezug gefehlt. Also die ganzen Vorlesungen waren halt nur Theorie. Und hier bei Bosch können wir halt praktisch neben den Seminaren, wo man dann die Theorie lernt, über Datenbanken, verschiedene Programmiersprachen und Netzwerktechnik, kann man auch verschiedene Abteilungen besuchen und da eben die Praxis lernen. Das Coole ist noch, dass man zusätzlich auch ein Studium machen kann. Das Ganze nennt sich Studyflex. Und da kann man dann eben das Beste aus beiden Welten mitnehmen. Schau mal, Robin, das ist eines unserer zukunftsfähigen Produkte. Und wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Du möchtest gemeinsam mit uns an den Technologien von morgen arbeiten und eine abwechslungsreiche Ausbildung starten? Dann werde Teil unseres Teams bei Bosch Thermotechnik.